Ja, hallo allerseits. Wir sind jetzt hier zusammengekommen, weil Sie an der Veranstaltung Forschungsprojekt teilnehmen wollen. Ein Ziel dieser Veranstaltung ist es ja, dass Sie am Ende einen Vortrag halten über ein sensortechnisches Thema. Und zwar am liebsten über ein Thema, das aus Ihrem eigenen Umfeld, Ihrem eigenen beruflichen Umfeld stammt. Um diese Aufgabe auch erfüllen zu können, denke ich, sind zwei Dinge sinnvoll. Zum einen sollten Sie sich anschauen können, was in der Vergangenheit an interessanten Themen behandelt worden ist. Und zum zweiten brauchen Sie möglicherweise auch eine gewisse Einführung in Sensortechnik, in die Grundlagen von Sensortechnik. Für die erste Aufgabe habe ich ja schon ein paar Videos eingestellt und diese Videos sind im Grunde genommen eine Vorstellung dieses Skriptes, also eine Art von Zusatzskript, das ich in meiner regulären Vorlesung zur Sensortechnik auch den Studierenden zur Verfügung stelle. Sie sollen ja ein Thema aus Ihrem beruflichen Umfeld darstellen und die Sensortechnik ist ausgesprochen breit, ausgesprochen tiefgehend, hat sehr, sehr viele Anwendungen, sehr, sehr viele theoretische, praktische Grundlagen. Und insofern ist die Veranstaltung auch für mich immer wieder hochinteressant, weil ich immer wieder aus neuen Arbeitsgebieten, aus neuen Anwendungsgebieten, die ich vorher noch gar nicht so kannte, neue Informationen bekomme. Und die habe ich halt dann versucht, auszugsweise zumindest hier darzustellen. Sie finden hier insgesamt 16 Sensoren, die hier vorgestellt werden. Und diese 16 Sensoren sind zum allergrößten Teil tatsächlich in bisherigen Vorträgen von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen bearbeitet worden. Und jetzt tut sich hier wieder nichts. Ich muss mich immer wieder vergewissern, ob die Kamera auch tatsächlich läuft. Deswegen kann es sein, dass ich gelegentlich mal aus dem Bild verschwinde und von hinten in die Kamera reinschaue. Ja. Ach so, ja. Und zwei von diesen Themen hier drin sind nicht in Vorträgen von Ihnen oder Ihren Kommilitonen behandelt worden. Zum einen gibt es ja einen Vortrag über oder ein Referat über die Möglichkeiten, die Fahrerin, den Fahrer im Auto zu überwachen. So nach dem Motto, je selbstständiger das Auto fährt, umso mehr muss der Fahrer überwacht werden. Als er ausgesprochen schlecht ist, wenn das Auto automatisch fährt und hinterm Steuer sitzt jemand und schläft oder ist im Extremfall vielleicht sogar schon verstorben. Insofern müssen also die Lebensfunktionen des Fahrers überwacht werden. Das war eine Bachelorarbeit, die im letzten oder vorletzten Jahr gemacht worden ist. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, nämlich die optische Blutdruckmessung, die inzwischen mit einem kleinen Sensor durchgeführt werden kann, mit einem optischen Sensor. Und das, was dahinter steckt, fand ich, ist halt so interessant, dass es auch hier reingehört. Dieses Heftchen, das haben Sie auch bei Elias zur Verfügung, können Sie sich mal anschauen, auch um so zu sehen, ja, welche Anwendungsbereiche da sind, vielleicht aber auch um zu sehen, welche Ideen für den eigenen Vortrag hier vielleicht rauszuholen sind. Und wie gesagt, ich habe das Ganze ja dann auch in Videos entsprechend dargestellt. Das Zweite, worum es hier in dieser Veranstaltung jetzt geht, ist ja eine gewisse Grundlage für die Sensortechnik zu schaffen. Und das Ganze beruht dann natürlich hier auf dieser Lerneinheit, auf diesem Lernbrief. Den Lernbrief, den will ich dann jetzt auch im Folgenden erstmal vorstellen. Aber vielleicht noch ein paar Worte zum Vortrag. Sie haben ja auch den Vorschlag für eine Gliederung bei Elias, die Sie sich anschauen können. Und für mich ist es halt ganz interessant, wirklich
ja einigermaßen anspruchsvolle Sensoren zu finden. Ich muss gestehen, wenn ich inzwischen wahrscheinlich das 12. oder 14. Mal etwas über Lichtvorhänge höre, dann finde ich das halt nicht mehr so sonderlich prickelnd. Dabei ist dann halt immer eine Frage, wie tiefgehend soll die Sensorik dargestellt werden? Soll man sozusagen nur oben auf der phänomenologischen Seite bleiben und sagt, der Sensor macht jetzt dies und das und hat die und die Anschlüsse? Oder soll man noch ein bisschen tiefer gehen? Und deswegen ist es wichtig, dass Sie sich auch tatsächlich hier mit der Lerneinheit beschäftigen, weil ich hier darstelle, wie die physikalische Funktionsweise von Sensoren ist, auch nicht bis in die allertiefsten theoretischen Feinheiten hinein, aber sozusagen das Abstraktionslevel, was ich hier dargestellt habe oder was ich hier benutze, das ist auch so ungefähr das, was ich in Ihren Vorträgen dann entsprechend erwarte. Ja. So viel vielleicht erstmal dazu. Sensortechnik hat in den letzten 10, 20 Jahren einen ungeheuren Aufschwung genommen. Und wenn Sie einmal ein tragbares Telefon von vor 10 Jahren oder gar vor 15 Jahren sich anschauen und ein tragbares Telefon von heute, wobei meines ja auch schon, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt ist, dann werden Sie sehen, dass insbesondere die Anzahl von intelligenter Sensorik in diesen Dingern eben immer weiter zugenommen hat. Wir haben hier mehrere Kameras drin. Wir haben Kameras jetzt in den neuesten tragbaren Telefonen, die sogar einen mechanischen Zoom haben, der dann 10, 20-fach vergrößern kann. Wir haben alle möglichen Sensoren, Schrittzähler, Sensoren, die Umgebungstemperatur messen, die über GPS messen, wo befindet man sich, die man auf den Finger drauflegen kann, um Puls oder möglicherweise sogar Sauerstoffgehalt zu messen, was ja heute bei Covid auch gar nicht so uninteressant ist, den Sauerstoffgehalt im Blut zu wissen. Also da gibt es eine ungeheure Vielzahl. Ich habe gerade mal geschaut, hier in einem derartigen Telefon befindet sich ja nicht nur die Sensorik und das Telefon, sondern ja auch ein hochleistungsfähiger Computer. Wenn man mal 50 Jahre, also 60 Jahre zurückgeht, also Anfang der 60er Jahre, da kamen Transistoren ja langsam auf. Also die sind ja 48, 49 erfunden worden. Anfang der 60er Jahre wurden die dann breit in der Unterhaltungselektronik eingesetzt. Davor gab es Röhren. Und auch damals gab es dann schon eine gewisse Miniaturisierung und so eine Röhre hat vielleicht eine Größenordnung, ja, einmal einen Zentimeter, wenn man die vernünftig integriert, sehr klein aufbaut. Das heißt, so eine Röhre hat 1 Kubikzentimeter. Wenn ich jetzt hier in der Recheneinheit mindestens so etwas wie 1 Milliarde Schalteinheiten drin habe, also heutzutage Transistoren, die halt sehr miniaturisiert auf dem Chip drauf sind, dann hätte man eben vor 60 Jahren 1 Milliarde Röhren gebraucht. Wenn so eine Röhre 1 Kubikzentimeter groß ist, dann würde das heißen, allein um den Rechner, der hier drin ist, mit Röhren aufzubauen, und zwar mit den kleinen Röhren, bräuchte man im Grunde genommen ein Gebäude von 100 mal 100 mal 100 Meter Seitenlänge. Also ungefähr sowas wie die Lagerhalle von der BASF in Hiltrup. Hiltrup. Ja, und dann hat man hier noch keine Kamera drin und keine weitere Sensorik. Die Sensoren, die hier drin sind, hätten vor 20 Jahren mindestens einen Raum erfüllt, der hier, was weiß ich, von der Wand da vorne bis hierhin hingegangen wäre. Magnetfelder messen, Temperaturen messen, Luftdrücke messen und so weiter. Die Tatsache, dass die Sensortechnik so leistungsfähig geworden ist, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Mikroelektronik immer kleiner und immer leistungsfähiger geworden ist. Und dass wir zum Zweiten inzwischen in der Lage sind, vieles an Sensorik auf Silizium aufzubauen. Das heißt, man ist in der Lage, in Silizium, in dem ja auch die Elektronik aufgebaut wird, in dem Silizium auch kleine mechanische Strukturen, optische Strukturen, sensorische Strukturen zu integrieren, sodass man also auf einem kleinen Chip nicht nur die Elektronik, sondern eben auch mechanische und sonstige
und sensorische Strukturen integriert haben kann. Diese Fertigungstechniken der sogenannten Mikrostrukturtechnik oder der Mikrosystemtechnik sind die Grundlage dafür, dass wir heutzutage solche kleinen leistungsfähigen Gebilde zur Verfügung haben. Und was vielleicht in einem Studiengang, der sich mit Wirtschaft und Technik beschäftigt, halt ganz interessant ist, man sieht da einen Zusammenhang, die Bausteine, die Bausteine werden immer kleiner und leistungsfähiger. Dadurch gibt es weitere Anwendungsgebiete, dadurch gibt es einen größeren Absatzmarkt, dadurch steigen die Stückzahlen, dadurch sinken die Kosten. Das führt wieder dazu, dass neue Anwendungsbereiche entstehen und das führt dazu, dass die Firmen auch immer weiter in diese Techniken investieren können. Die Forschungsaufwendungen, Entwicklungsaufwendungen in dem Bereich sind enorm hoch und das führt dann also richtig zu, ja, ich will nicht sagen Teufelskreis, weil es ist ja gar nicht teuflisch, es führt also, ja, zu einer sich immer weiter verstärkenden Rückkopplung. Die Sachen werden immer leistungsfähiger, immer kleiner, immer preisgünstiger, ja, und auf die Art und Weise haben wir also heute eine Sensorik, die extrem leistungsfähig ist. Und dazu will ich jetzt halt auch eine gewisse Grundlage geben, sodass wir also verstehen, wie die Sensoren von der physikalisch-technischen Seite her funktionieren. So, damit fange ich jetzt auch dann sozusagen mit dem regulären Vorlesungsteil an. Ich mache nur kurz die Kamera aus, weil ich die Anzeigen, die ich auf meinem Bildschirm sehe, ein bisschen umfangreicher gestalten möchte.